Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das vom Bundesverfassungsgericht 1983 definierte Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung ist das fundamentale Bürgerrecht im digitalen Zeitalter. Die Schöpfer unseres Grundgesetzes konnten kaum eine Ahnung davon haben, welche ungeheuren Möglichkeiten, aber auch welche Risiken mit digitalen Datenverarbeitungssystemen einhergehen. In Deutschland wurden diese Risiken früh erkannt und durch ein vorbildliches Datenschutzrecht eingehegt. Insofern ist die Einführung der DSGVO eine Zäsur, aber nicht unbedingt ein Feiertag. Dem bewährten deutschen Datenschutzrecht wird eine europäische Glocke übergestülpt. Über die grundsätzlichen Probleme haben wir uns heute Morgen ja bereits ausführlich ausgetauscht. Ganz konkret kommt aber nun auf kleine und mittelständische Unternehmen, auf Vereine, aber auch auf Kommunen, Universitäten und Behörden eine Menge zu, ohne dass sich für die Bürger damit signifikant etwas verbessern würde. Zum Beispiel im Bereich E-Government, das sich die Landesregierung ja besonders auf die Fahne geschrieben hat. Hier ist nicht nur ein Stillstand auf niedrigem Niveau zu erwarten, sondern sogar ein Rückschritt absehbar. Nach Expertenmeinung wird die DSGVO nicht nur hier den Fortschritt verhindern, in vielen anderen Bereichen wird sie zu einer regelrechten Innovationsbremse. Und das, obwohl Digitalisierung jetzt ja das Thema ist. Auf allen Ebenen müssen Personalressourcen massiv aufgestockt werden. Beispiel Universitäten. Hier rechnet man mit einem durchschnittlichen Mehraufwand von 250.000 Euro jährlich pro Hochschule, weiß aber gleichzeitig gar nicht, wo die vielen qualifizierten Datenschutzbeauftragten herkommen sollen. In der Forschung ist die Erhebung von Daten essentiell. Jetzt müssen alle Daten vorab auf Notwendigkeit geprüft werden. Auch das ist kaum zu bewältigen und wird den Forschungsstandort NRW schwächen. Ein völlig ungeklärtes Problem, das klang gerade schon an, ist die Verwendung von Bildern mit dritten Personen darauf. Etwas, was jede Stelle, jede Einrichtung macht, die Öffentlichkeitsarbeit macht. Die Mängelliste ließe sich noch um einiges verlängern. Und zu allem Überfluss fehlt es offenbar an allen Ecken und Enden an Beratungsangeboten für die Betroffenen. So schafft man ohne Not Unsicherheit und Chaos, und das ist das Problem an dieser Stelle. Nichtsdestotrotz wird das jetzt durchgeprügelt. Es kommt aus Brüssel und deshalb wird es auch nicht ernsthaft in Frage gestellt. SPD und Grüne bemängeln zu Recht an einigen Stellen handwerkliche Mängel bei der Umsetzung, aber auch sie lassen keinen Zweifel daran, dass sie die DSGVO grundsätzlich begrüßen. Wir lehnen das Gesetz jedoch nicht nur wegen seiner handwerklichen Umsetzungsfehler ab. Wir lehnen es ab, weil es unnötig und schädlich ist und ein neuerlicher Schritt in Richtung EU-Zentralismus. Zum Abschluss noch ein Wort zu unserem Änderungsantrag. Es geht hier um die Speicherfristen für Überwachungsvideos. Bisher war es 2 Wochen gestattet, die Videos zu speichern. CDU und FDP wollen in ihrem Antrag nun 4. Wir fordern nach bayerischem Vorbild 8 Wochen. Wir wollen gerade in NRW, dem Schlusslicht bei vielen Kriminalitätsstatistiken, der Heimstätte von Terroristen wie Anis Amri, den Strafverfolgungsbehörden keine unverhältnismäßig hohen Schranken auferlegen. Und wenn Sie mit den Bürgern sprechen, fühlen Sie sich durch so etwas kaum in Ihrer Freiheit eingeschränkt. Da fallen den Menschen andere Dinge ein. Zensurgesetze, schnüffelnde Finanzbehörden, CD-Käufer oder auch einfach nur der Rundfunkbeitragsservice. Vielleicht kümmert sich da mal jemand um die Privatsphäre, denn die gilt ja bekanntlich nicht nur für Terroristen und Verbrecher. Vielen Dank.